begrüße die Personen, die Teilnehmer, die Zeit gefunden haben, heute Nachmittag an dem Webinar teilzunehmen und sich ja einfach mal etwas ein unkonventionelles Webinar vielleicht mit dem Thema die 10 hilfreichen Funktionen in Snap sich zeigen zu lassen. Das ist natürlich sehr subjektiv. Das heißt, im Endeffekt ist es meine Top 10, die ich mir persönlich so herausgesucht habe, was für mich persönlich so die sehr hilfreiche und nützliche Funktionen in Snap im Alltag einfach sind. Ich, das ist Tobias Bürs, ich bin Diplom-Rehabilitationspädagoge und ja, seit mittlerweile 10 Jahren bei TobiDynavox aktiv. Und ich führe Sie durch das heutige Webinar. Im Hintergrund ist noch mein Kollege Marcel Boccetta aktiv, der sich so ein bisschen dem Fragenfenster widmet. Falls irgendwelche Fragen aufkommen sollten während des Webinars, haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, diese Fragen auch direkt zu stellen und dann auch sofort beantwortet zu bekommen. Wir haben natürlich auch im Nachgang noch genug Zeit eingeplant, um auch noch auf individuelle Fragen einzugehen. Viel Erfolg. Danke. Ja, Thema, sagte ich ja, sind die 10 hilfreichsten oder nützlichen Funktionen in Snap Plus Core First. Und ja, die häufigste Problematik ist ja, dass eine Software, dass der Fokus lag bei Snap und Core First, ja, auf der Einfachheit Funktionalität und des Auffindens der Funktionen. Aber im Allgemeinen ist es so, dass es bei vielen Software dass die Schwierigkeiten gibt, dass man häufig vor lauter Funktionen den, ja, wie sagt man so schön, den Wald vor lauter Bäumen nicht findet. Und Ziel dieses Webinars soll es einfach sein, dass wir Ihnen so einen Leitfaden bieten, einfach so ein bisschen darauf hinweisen, was es so für durchaus hilfreiche Funktionen gibt, die Sie vielleicht noch gar nicht kannten, die Sie aber wahrscheinlich im Alltag durchaus unterstützen können. Das heißt, am Ende des Webinars sollten Sie wissen oder werden Sie wissen, was es so für die hilfreiche Funktion in Snap gibt. Natürlich auch, wo Sie diese finden bzw. einstellen können und wie Sie diese verwenden können. Also was der Nutzen im Endeffekt von diesem Tipp, von denen sind die 10 Tipps halt ist. Wie ich schon sagte, es ist natürlich relativ subjektiv. Und jetzt sehen Sie einfach mal eine kleine Agenda. Das wäre zum Beispiel meine Top 10 der nützlichen Funktionen in Snap Plus Core First. Habe ich eingeteilt in den Bereich der Bearbeitung. Das heißt, hier finden Sie dann zum Beispiel die Möglichkeit oder aufgeführt, wie man an einer zentralen Stelle, also universal, den Stil, die Erscheinung der Seiten halt anpasst, im gesamten Seitenset im Endeffekt dann, wie man die Rastergröße anpasst, wie man Inhalte reduziert, indem man etwas ausblendet, das heißt nicht löscht, sondern ausblendet, wie man aber auch die Sachen, die ich angepasst oder geändert habe, auch wieder rückgängig machen kann, ohne dass ich irgendwie ein neues Seitenset irgendwie herunterladen muss. Und wie ich eventuell so aktive Bezeichnungen nutzen kann. Das sind so Labels, die halt wirklich dynamisch sind, die entsprechend einen dynamischen Inhalt wiedergeben. Das ist so der erste Bereich des Bearbeitens, den ich heute zeigen möchte. Und der zweite Teil der Bereich sind dann über die Funktionen, so Funktionalitäten, die Snap noch im Hintergrund bietet. Das wären zum Beispiel eine Nutzungsdarstellung, also eine Aufzeichnung, wie Snap und Core First genutzt wurde. Eine Gesprächsfunktion, das ist eine nützliche Sache, wenn ich halt als Anwender meine Nachricht erstelle und dann entsprechend kurz einmal unterbrochen werde, dass ich darüber dann kurz antworten kann, ohne meine Nachricht zu löschen. Mehrsprachigkeit ist ein großes Thema, auch in der UK. Auch da gibt es eine Möglichkeit, eine Funktionalität in Snap plus Core First und dann noch zwei Funktionen zum Mitteilungsfenster. Einmal die Möglichkeit, das Gesprochene hervorheben zu lassen und die weitere Möglichkeit, den Inhalt des Mitteilungsfensters zusätzlich mit Symbolen zu unterstützen. Beginnen möchte ich mit dem ersten Punkt beim Bearbeiten und das wäre die universale Stilanpassung, habe ich jetzt mal genannt. Das heißt, in Snap Plus Core First haben Sie die Möglichkeit, an einer zentralen Stelle, also an einem Punkt in der Software, die Schriftart anzupassen, die Schriftgröße zu manuell anzupassen, vergrößern oder zu verkleinern, aber auch beispielsweise die Darstellung auf dem Feld. Das heißt, wie soll das Verhältnis Schrift-Symbol sein? Soll Schrift oben, Symbol unten, Schrift links, Symbol rechts sein oder nur vielleicht Schrift oder nur Symbol? Diese Möglichkeit bietet sich halt auch.
Ich glaube, die Möglichkeit, den Feldabstand anzupassen, festzulegen, wenn ich beispielsweise einen Anwender habe, der motorische Einschränkungen hat und eine große Felderanzahl braucht, so habe ich hier die Möglichkeit, natürlich den Abstand zwischen den Feldern zu vergrößern. Ich kann die Hintergrundfarbe festlegen, gegebenenfalls, um mehr einen Kontrast zu erzeugen. Und ich kann die Verknüpfung anders darstellen. Wo das Ganze geht, zeige ich Ihnen jetzt direkt in der Software. Das heißt, ich wechsle jetzt in die Software Snap plus CoFirst. Und die Einstellung finde ich an sich alle unter diesem Zahnrad hier oben rechts im Menü. Und wenn ich jetzt hier bin, öffnet sich im unteren Bereich so ein kleines Bearbeitungsleiste. Das heißt, hier habe ich aber die Möglichkeit, ein Feld zu bearbeiten, eine Seite, ein Seitenset, den ganzen Benutzer irgendwie anzupassen und Systemeinstellungen vorzunehmen. In dem Fall habe ich ja gesagt, ich möchte universale Seitenset-Anstellungen im Stilbereich machen. Das heißt, ich wähle jetzt hier das Seitenset Unterpunkt auf und gehe jetzt hier im linken Bereich auf Stil. Und da habe ich nun die gesamten Möglichkeiten, die ich vorhin schon mal aufgeführt werde, plus auch ein paar weitere kleinere hilfreiche Funktionen. Die relevanten wären halt meines Erachtens nach das Anpassen der Schriftart. Das heißt, häufig wird ja in einer Einrichtung eine spezielle Schriftart verwendet, Norddruck oder ähnliches. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auf den Geräten installierte Schriftarten, das geht natürlich wahrscheinlich besonders einfach in Windows-Endgeräten, dass ich hier an einer zentralen Stelle eine Schriftart auswählen kann. Das heißt, ja, ich nehme eine etwas, die vielleicht ein bisschen den Unterschied noch ein bisschen deutlicher macht. Das heißt, hier kann ich jetzt nun an einem Punkt die Schriftart festlegen. Ich kann zurückgehen wieder von Stil. Ich kann die Schriftgröße reduzieren, falls eventuell das Symbol mir im Fokus stehen sollte. Oder ich kann sie deutlich vergrößern auf 250 oder sogar 300%, wenn es denn das Feld zulässt. Die Eigenschaft, die Besonderheit an dieser Schriftgrößenanpassung ist es, dass Snap, die Software, darauf achtet, ob ein Wort eventuell zu groß ist oder zu lang ist für ein Feld. Sollte dieses der Fall sein, wird für dieses Feld die Schriftgröße ein bisschen quasi heruntergesetzt. Das hat den Vorteil, dass ich halt hier keine ungewollten Zeilenumbrüche habe, vielleicht auch fehlerhafte Zeilenumbrüche, wie es halt gelegentlich dann vielleicht mal vorkommen kann. Das heißt, all das, was vorhin in einer Zeile war, bleibt auch weiter in einer Zeile, nur halt entsprechend mit einer größeren Schrift. Ich reduziere es mal wieder auf 100, auf die Ausgangsschriftgröße. Und so habe ich halt hier die Möglichkeit, die Schriftart fett zu machen, wie ich schon sagte, das Layout anzupassen. Ich kann hier beispielsweise sagen, dass ich jetzt die Bezeichnung doch lieber oben haben möchte. Und diese Änderung hat, wie ich sagte, ja auf sämtlichen Seiten gleich Auswirkungen. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal am Ende, wenn ich die Anpassung durchgegangen bin. Ich kann auch sagen, ich möchte eher, dass die Bezeichnung links haben und das Bild rechts oder genau andersrum, dass ich erst das Symbol sehe und dann rechts die Bezeichnung. So habt es halt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze noch individuell anzupassen, genau mit dem Nutzer, mit dem Anwender im Fokus. Ich kann auch die Verknüpfung unterschiedlich darstellen lassen. Das bedeutet Verknüpfung, ich habe ein Feld, wie beispielsweise alle Wortlisten hier oben rechts. Wenn ich da drauf drücke, passiert nicht irgendeine Aussage, es wird nichts im Mitteilungsfenster geschickt, sondern es öffnet sich eine neue Seite. Und diese Darstellung kann ich entweder mit Pfeilen machen, das ist standardmäßig erstmal die Einstellung in Snap. Ich kann sie auch mit Ordnern machen. Das heißt, wenn ich auf Ordner drücke, bekommen jegliche Felder, die halt mit anderen Unterseiten verknüpft sind, so einen Ordnerregister im oberen Bereich hinzugefügt. Der Pfeil verschwindet. Und der Register, die Registerkarte oben wird hinzugefügt. Das ist vielleicht auch aus anderen Softwareprogrammen vertraut. Und wenn dieses natürlich eher gewünscht ist, gibt es auch die Möglichkeit, dieses an dieser einen zentralen Stelle für alle Verknüpfungen gültig zu machen. Dann hat es hier die Möglichkeit, den Abstand der Felder anzupassen. Wie ich schon sagte, habe ich jemanden vielleicht, der eine hohe motorische Anforderung halt hat, aber dennoch viele Inhalte benötigt, so kann ich viele Felder nutzen, aber den Abstand zwischen den einzelnen Feldern einfach so groß wie möglich zu gestalten, sodass es auch immer noch sehr gut nutzbar ist und entsprechend dann das Ansteuern mit den Fingern einfacher ist. Anderer Use Case wäre in dem Fall bei der Augensteuerung, dass ich natürlich hier beim Schauen auf die entsprechenden Felder einen größeren Abstand habe zwischen beiden Feldern und natürlich auch hier eine Unterstützung habe, genau das Feld auszuwählen, was ich eigentlich möchte.
Und dann kann ich hier natürlich auch den Hintergrund der Seite anpassen. Das heißt, möchte ich vielleicht einen größeren Kontrast haben, benötige ich irgendwie mehr Kontrast und nicht dieses leichte Grau. So kann ich natürlich hier entsprechend auch grelle Farben auswählen oder etwas dezentere Farben. Das Gleiche kann ich natürlich dann auch für die Werkzeugleiste machen. Die Werkzeugleiste ist diese Leiste im linken Bereich in Snap. Werkzeugleiste deswegen, weil sie Zugriff auf alle Kommunikationswerkzeuge bietet. Das heißt, Werkzeuge, die für die Kommunikation, für die Durchführung, die Bearbeitung der Kommunikation, müssen wir sozusagen benötigt werden, finden Sie alle im linken Bereich in der Werkzeugleiste. Auch die kann ich entsprechend von der farblichen Gestaltung her anpassen. Und ähnlich hat es auch hier halt mit dem Mitteilungsfenster auf sich, dass auch hier kann ich im oberen Bereich das Mitteilungsfenster vom Hintergrund noch einmal individualisieren und anpassen. Und auch entsprechend die Schriftgröße oder auch die Schriftart natürlich hier im Mitteilungsfenster selber natürlich noch mal anpassen. Die Schriftart und Schriftgröße, die ich hier im oberen Bereich angepasst habe, das bezieht sich wirklich nur auf die Darstellung auf dem Feld selber. Verlasse ich nun das Bearbeitungsmenü oben rechts auf Fertig klicken, habe ich nun wirklich die Änderungen übernommen, egal ob ich im ABC-Bereich bin, unter den Kommentaren. Von der Darstellung her habe ich jetzt wirklich nur irgendwas x-beliebiges ausgesucht, also jetzt nicht in irgendeiner Form daran aufhängen, warum es jetzt die Farbe ist und nicht jene Farbe. Es ist einfach nur, um zu zeigen, dass, wie gesagt, sämtliche Änderungen, egal wo ich bin, ob Schriftgröße, Schriftart, Farbe, Anordnung, halt wirklich an einer zentralen Stelle angepasst werden können, sodass ich nicht jede einzelne Seite sehr zeitaufwendig wirklich quasi bearbeiten muss. So viel erstmal zu dem ersten Tipp, auch glaube ich der komplexeste, weil er natürlich auch viele unterschiedliche kleine Unterfunktionen halt mit einschließt. Dann gehe ich zum zweiten Tipp und zwar dem Festlegen der Rastergröße. Und hier gibt es in Snap plus Go First eine zentrale Stelle, auch schon wie bei dem Anpassung des Stils, eine zentrale Stelle, an der ich die verwendete Rastergröße festlegen kann. Rastergröße, das ist das, was ich auf dem Feld, auf der Seite sehe. Das heißt, ich habe ein Raster von 6 Felder horizontal und 5 Felder vertikal beispielsweise. Das heißt, im Endeffekt ist es dann eine Rastergröße von 30 Feldern. Das Besondere hierbei ist, dass ich wirklich an einer zentralen Stelle wirklich festlegen kann, ob ich vielleicht weniger Felder brauche, habe ich mich vielleicht bei der Einschätzung etwas vertan und eventuell ist es der noch mit damit vielleicht ein bisschen überfordert und ich reduziere es lieber, um auch die Motivation aufrechtzuerhalten. Oder ich habe ihn unterschätzt, was natürlich Idealfall sein sollte, sodass ich natürlich jetzt hier auch einfach schnell zentral festlegen kann, dass ein anderes Raster verwendet werden soll. In diesem Fall nutze ich jetzt hier erstmal das Raster 7x7. Und um nochmal zu zeigen, das, was ich jetzt gerade noch nicht erwähnt habe auf der Folie, ist, dass halt auch Änderungen über alle Rastergrößen hinweg erhalten bleiben. Das heißt, eine Änderung, die ich hier vornehme, beispielsweise indem ich hier ein Foto nutze. Ja, ich nutze die natürlich gerade mit meiner Webcam. Das heißt, in dem Fall gehe ich einmal auf die Suchfunktion und nehme einfach ein anderes Foto für ich. Oder ein anderes Symbol. Im Effekt habe ich das hier geändert und wenn ich jetzt, ganz normal kann ich es nutzen, und wenn ich jetzt wieder ins Bearbeitungsmenü gehe, auf Seitenset und hier auf die Rastergröße, habe ich halt die Möglichkeit zwischen einem 1x1, also einem riesigen Feld zu wählen, aber natürlich auch mal 8x10, das heißt mehr Felder. Und so kann ich jetzt hier an einer Zentrale festlegen, ich möchte vielleicht nur 25 Felder. Die Angabe 5x5 bezieht sich immer nur auf das, was wirklich Vokabular darstellt. Das heißt, das hier oben, das Mitteilungsfenster oder die ganze Leiste des Mitteilungsfensters, genauso wie die Werkzeugleiste, werden damit mitgezählt. Das heißt, im Endeffekt 5x5 bedeutet, ich habe wirklich 5 Felder waagerecht und 5 Felder senkrecht. Im Endeffekt 25 Felder an Vokabular. Und diejenigen, die jetzt hier vielleicht genauer aufgepasst haben, hatten ja gesehen, dass ich jetzt hier bei ich das Symbol geändert hatte. Und Sie sehen jetzt auch, dass ich wurde auch hier übernommen. Das ist natürlich auch hier bei sämtlichen anderen Anpassungen der Fall. Das heißt, egal, ob ich dann ein Raster 7x7, 5x5, 7x9 nehme, diese Anpassung, die Änderung, die natürlich auch sehr zeitaufwendig sind, aber natürlich unerlässlich, um halt wirklich eine Motivation und eine Individualität in der UK oder in UK-Intervention zu erlangen, müssen hier nicht jedes Mal wieder
bei einem Fortschritt neu gemacht werden, sondern ich mache es einmal und im Endeffekt kann ich dann auch übergangslos in das nächste Raster, in die nächste Rastergröße wechseln und mehr Vokabular für den Anwender bereitstellen. Ähnlich, zumindest was halt so das Anbieten von Inhalten angeht, verhält es sich mit diesem, mit dem nächsten Tipp, mit dem dritten Tipp, Inhalte ausblenden. Und hier gibt es eine einfache Möglichkeit, Inhalte, das heißt Felder, Buttons, auf den Seitensets in Snap plus Score First, ohne zu löschen, quasi für den Anwender nicht zugänglich zu machen. Aber nicht zugänglich zu machen heißt auch, dass er diesen nicht, dieses nicht sieht. Das heißt, ich blende es wirklich quasi aus. Die Rastergröße bleibt erhalten. Das heißt, ich starte vielleicht wirklich mit einem großen Seitenset, vielleicht wirklich 8x10, 80 Felder. Aber anfänglich ist er vielleicht etwas überfordert, vielleicht auch die visuelle Einschränkung zu hoch. Ich weiß aber, dass es motorisch möglich ist. So habe ich die Möglichkeit, die Option, an dem Bearbeitungsmenü über die rechte Leiste zu gehen und beispielsweise bei den Kernworten Inhalte auszublenden. Das kann ich entweder machen, indem ich eins anklicke. Das wird dann hier mit so einem Häkchen markiert. Und dann gibt es hier so ein durchgestrichenes Auge. Wenn ich dieses anklicke, habe ich das Feld ausgeblendet. Das heißt, gehe ich jetzt hier wieder in das Nutzungsmenü. Sehen Sie, es ist nicht mehr zu sehen, nicht anklickbar. Ich kann aber wieder schnell ins Bearbeitungsmenü gehen, es auswählen und dann das Auge wählen, es wieder sichtbar machen. Ich kann das wirklich Feld für Feld machen. Ich habe aber die Möglichkeit, entweder sogar zum Beispiel alle Felder auszuwählen, indem ich hier dieses Werkzeug auswähle. Dann werden wirklich alle Felder angeklickt und gleichzeitig ausgeblendet. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich wähle eine Mehrfachauswahl. Das wäre dieses Raster, diese Rasterdarstellung als Symbol. Und so kann ich jetzt erstmal entsprechend alle Inhalte anklicken, die vielleicht gerade noch nicht so relevant sind und anschließend auf das Auge klicken. Bin ich jetzt hierbei fertig, sehen Sie, ist einfach ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen einfacher dargestellt, etwas vielleicht groß gut zu erkennen halt, die anderen Felder und vielleicht störende Ablenker sind erstmal reduziert. Und einblenden kann ich dann, wie gesagt, durch die gleiche Prozedur, indem ich entweder mehrere auswähle und dann das Auge klicke. Weiß ich nicht mehr, welche genauen Felder hier welche Funktionen haben. Gibt es hier unten, das ist noch ein kleiner Seitentipp, diese Pfeile nach links oder nach rechts. Klicke ich da drauf, bekomme ich zusätzlich noch eine Information, was denn genau dieses Symbol für eine Funktionalität bietet und hat. So, wie ich sagte, man hat jetzt auch teilweise viele Änderungen gemacht. Manchmal ungewollte vielleicht. Und damit ich nicht jedes Mal wieder ein neues Seitenset irgendwie laden muss oder die Originalsicherung und dann alle Änderungen verloren gegangen sind, so habe ich die Möglichkeit, einfach vielleicht etwas, was ich in der UK-Intervention gerade ausprobiert habe, auch schnell auch wieder rückgängig zu machen. Und das Besondere dabei ist, dass ich das sogar seitenübergreifend machen kann. Ich zeige Ihnen das einmal direkt in der Software. Und gehe wieder ins Bearbeitungsmenü. Das heißt, ich habe jetzt, könnte jetzt auch ganz normal nutzen und einsetzen. Und ich kann immer noch ins Bearbeitungsmenü gehen, obwohl ich es schon geschlossen habe. Und auf diese beiden Pfeile zugreifen. Das ist einmal hier der Rückgängig-Pfeil. Ich kann auch nochmal die entsprechend einblenden. Den Rückgängig-Pfeil und den Wiederherstellungs-Pfeil. Das kennen halt viele wahrscheinlich auch von Textverarbeitungsprogrammen, wo man ja auch diese Funktionalität hat, die teilweise lebensrettend, also lebensrettend nicht, aber zumindest für die Arbeit etwas doch eine relevante Funktion hat. Das Besondere ist, dass ich jetzt hier bis zu 100 Bearbeitungsschritte rückgängig machen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier auf rückgängig gehen und entsprechend dieses Ein- und Ausblenden, was ich jetzt hier mehrmals gemacht habe, rückgängig machen und reduzieren. Auch das, was ich zu Anfang des Webinars gemacht habe, und zwar hier das Ich hinzufügen, konnte ich jetzt auch hier quasi wieder rückgängig machen. Das heißt, sämtliche Änderungen kann ich hier rückgängig machen oder wiederherstellen. Besonderheit hier dran ist noch, dass ich jetzt beispielsweise, ich gehe noch mal kurz in den ABC-Bereich,
und verschiebe hier mal ein Feld. Vielleicht, wenn es deutlicher wird, nehme ich noch ein orangenes Feld und lege es hier rein. Ich kann jetzt entweder im Bearbeitungsmenü mit einem Doppelklick, also ich klicke doppelt auf darauf, wo ich hin möchte, in dem Fall die Kernwörter, kann ich zwischen den unterschiedlichen Seiten hin und her wechseln in meinem Seitenset. Ich kann hier etwas rückgängig machen. Ich kann aber jetzt auch wieder zum ABC-Bereich wechseln und hier dann entsprechend die Änderung rückgängig machen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ich drücke jetzt hier auf rückgängig, dann wird eine Änderung rückgängig bei den Themen oder bei den Kommentaren, sondern es ist wirklich seitenspezifisch rückgängig oder wiederherstellbar. Also dass ich jetzt wirklich doch einen sehr guten Überblick habe, was ich rückgängig mache und was ich wiederherstelle. Ich sehe es halt immer direkt auf der Seite die Wirkung. Zu beachten ist, dass diese Funktion nur so lange zur Verfügung steht, wie ich Snap quasi nach den Bearbeitungen geöffnet habe. Wenn ich Snap schließe, dann wieder öffne, ist natürlich dieses Rückgängigmachen nicht mehr verfügbar. Ähnlich verhält es sich, wenn ich einen neuen Benutzer lade. Benutzer ist quasi, ich habe einen Benutzer und darunter gibt es verschiedene Seitensets. Wenn ich diesen neuen Benutzer lade, ist es ebenfalls der Fall, dass diese gesamten Funktionalitäten des Rückgängigmachens wiederherstellen natürlich quasi einmal aus dem Speicher gelöscht werden und dann für den neuen Benutzer komplett gesäubert wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, es geht nur so lange, wie ich Snap geöffnet habe und wie ich keinen Benutzer gewechselt habe. Der letzte Tipp aus dem Bereich des Bearbeitens, der bezieht sich auf die aktive Bezeichnungen bzw. aktive Labels. Kennen viele vielleicht noch aus älteren Programmen von Tobii Dynavox, wie beispielsweise die Series 5 Software. Die Idee hinter diesen aktiven Bezeichnungen ist es, dass ich hier Felder, Buttons habe, die einen dynamischen Inhalt darstellen können. Dynamisch bedeutet stetig wechselnd, ohne dass ich irgendwie eine Seite wechsle und wieder zur Seite hier zurückgehe. Das heißt, ich kann hier beispielsweise, ich habe jetzt mal also diese gesamten Funktionalitäten als aktive Bezeichnung darstellen lassen. Ich habe jetzt mal die für mich am relevantesten herausgesucht, wie beispielsweise das Sprechen des Datums vom Wochentag oder Darstellung des Datums vom Wochentag. Der Ladestand des Akkus ist auch mal eine sehr wichtige Sache, dass ich den vielleicht im Blick habe. Die Lautstärke der synthetischen Stimme und natürlich auch die Uhrzeit. Es gibt noch weitere mögliche aktive Labels, aktive Bezeichnungen, wie ob die Auswahlmethode, sei es jetzt irgendwie beim Scanning oder bei der Augensteuerung auf Pause steht, dass ich das darstellen lassen kann, ob gerade die Software spricht oder nicht. Natürlich auch bei Menschen mit einem auditiven Handicap wichtig sein, ob die Software gerade stumm steht oder nicht. Da gibt es halt noch verschiedene weitere Einstellungsmöglichkeiten oder Funktionalitäten im Bereich der aktiven Labels. Aber im Endeffekt sind das meines Erachtens die relevantesten. Ich komme zu diesen aktiven Labels, oder ich kann sie nutzen. Ich gehe jetzt einfach mal oben unten links auf die Übersichtsseite. Sie können aber auch wirklich auf jede andere Seite gehen und diese dort hinzufügen. Ich komme dahin oder ich kann sie hinzufügen, indem ich ins Bearbeitungsmenü gehe, mir eines der leeren Felder aussuche, natürlich auch ein vorhandenes. Das ist mir natürlich selbst überlassen. Ich nehme jetzt aber mal ein neues Feld. Sie sehen, hier ist gerade schon die Uhrzeit da. Es ist jetzt gerade 16.55 Uhr. Es ist der 10. September 2019 und mein Computer ist bei 100%. Sowie meine Lautstärke der Stimme ist bei, ich glaube, 56%. Wenn ich jetzt hier die Stimme, die 36. Sie sehen es vielleicht. Ich kann auch einfach mal die Schriftgröße anpassen, damit man es noch ein bisschen besser erkennen kann. In dem Fall ist die jetzt wahrscheinlich zu groß. Aber wie Sie sehen, ändert sich durch Ändern der Lautstärke am Computer auch entsprechend die Darstellung hier auf dem Feld Sprachlautstärke. Und dementsprechend kann ich natürlich auch hier genau da sehen, wie laut ist denn gerade überhaupt mein Kommunikationsgerät eingestellt. Was mir jetzt hier vielleicht noch fehlt, ist der Wochentag. Das heißt, dann gehe ich ins Bearbeitungsmenü, wähle ein leeres Feld. Ich muss einfach nur auf das Plus klicken. Und es öffnet sich das Bearbeitungsmenü. Es ist an sich sehr aufgeräumt. Ich habe die Möglichkeit, eine Bezeichnung, eine Mitteilung, ein Symbol festzulegen. Bei den aktiven Labels ist dieses nicht zwingend relevant. Ich gehe auf im rechten Bereich auch aktive Inhalte und bekomme nun die aktiven Inhalte angezeigt, die aktuell im Programm in Snap zur Verfügung stehen.
die ich Ihnen quasi auch vorher schon kurz in der Folie gezeigt habe. Was ich jetzt hinzufügen wollte, war der Wochentag. Es wird auch automatisch ein Symbol hinzugefügt. Das heißt, in dem Fall ist dem aktiven Inhalt auch eine Bezeichnung, eine Mitteilung und auch ein Symbol automatisch hinzugefügt und ich habe auch keine Möglichkeit, dieses anzupassen. Das heißt, ich gehe auf Fertig und sofort, sekundenschnell wird hier angezeigt, es ist Dienstag. Mittlerweile hat sich die Uhrzeit auf 16.56 Uhr, 16.57 Uhr geändert. Das heißt, hier sehen Sie wirklich, wie dynamisch diese Darstellung ist. Das heißt, ich muss nicht wirklich für jeden Tag oder sowas ein Feld haben, wenn jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Morgenkreis beispielsweise ist, sondern ich habe wirklich hier jederzeit die Möglichkeit, die entsprechenden Dienstag. Informationen auszuwählen und natürlich auch durch die synthetische Stimme auch natürlich zu sprechen. Ich wechsle jetzt den Bereich weg vom Bearbeitungsmodus hin zu den Funktionalitäten, die weniger mit der Anpassung der Seite zu tun haben. Und hier wäre dann der nächste Tipp, und zwar ist es die Möglichkeit, die Nutzung darzustellen. Das bedeutet, ich kann an einer Stelle zentral aktivieren, dass aufgezeichnet wird oder dargestellt wird, wie oft ein Feld angeklickt wurde. Zudem habe ich noch eine Möglichkeit zu unterscheiden, ob das der Anwender war, der das Feld gedrückt hat, oder es das Umfeld war, der Kommunikationspartner, der Kommunikationshelfer, der eventuell gemodelt hat. Diese Darstellung ist auch seitenzettübergreifend und es wird wirklich alles, was ausgewählt wurde, auch angezeigt. Ich gehe jetzt hier einmal wieder zurück in Snap. Es muss einmal aktiviert und eingestellt werden. Also es ist nicht automatisch aktiviert und das mache ich, indem ich in die Eigenschaften gehe und auf Benutzer. Und hier gibt es im linken Bereich die Datenverfolgung. Klingt vielleicht ein bisschen brutal, ist es aber an sich gar nicht. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Datenaufzeichnung, Darstellung der Nutzung. Und zwar muss ich jetzt hier erstmal die Feldnutzung nachfolgen aktivieren. Ich muss es bestätigen. Und hier oben ist nun auch ein weiteres Symbol angezeigt. Dieser Graph soll darstellen, dass die Nutzungsaufzeichnung auch aktiviert ist. Ich kann das auch deaktivieren, dass es nicht angezeigt wird. Ich brauche es aber, um nachher noch mehr zu zeigen. Ich kann sagen, dass ich den Feldnutzungszähler angezeigt bekommen möchte, dauerhaft. Das heißt, hier sieht man jetzt wirklich ein Feld, auf dem Button. Ich kann auch den Modeling-Zähler zusätzlich anzeigen. Und ich kann sogar noch benutzerdefiniert festlegen, welchen Zeitraum ich angezeigt werden möchte. Möchte ich zum Beispiel einen Fortschritt irgendwie ausmachen, vielleicht von der Nutzung, von der Häufigkeit der Nutzung, dass ich zum Beispiel einmal den Monat August und jetzt den Monat September nehme. So kann ich hier natürlich auch festlegen, welchen Bereich ich dargestellt bekommen möchte. Ich verlasse mal das Bearbeitungsmenü. Die Datenaufzeichnung oder Nutzungsaufzeichnung ist aktiviert. Möchte. Und wenn ich jetzt hier auf Möchten drücke, auf Ich, soll. Möchten. Nochmal. Sehen Sie, dass der weiße Zähler sich hier quasi immer um plus 1 erhöht. Das heißt, um die Auswahl pro Auswahl wird quasi die Zähler auf 1 erhöht. Ich kann jetzt hier, wie gesagt, auch in den Modeling-Modus schalten, entweder indem ich hier oben in die Leiste gehe und den Modeling-Modus aktiviere. Das heißt, jetzt sehen Sie hier eine Hand, nicht mehr den Graph. Und wenn ich jetzt drücke, dann sehen Sie, dass der orangene Zähler immer plus 1 geht. So kann ich natürlich auch wirklich sicher sein, dass ich hier keine verfälschten Daten quasi bekomme, die mir eventuell in dem weiteren Prozess der OK-Intervention nützlich sein können. Ich kann auch einfach hin und her wechseln, indem ich nicht hier drauf drücke, einmal kurz, sondern ich kann auch einfach länger drauf drücken. Und so wechsle ich auch vom Nutzungsmodus, Anwendermodus hin zum Modeling. Hier gibt es die beiden Varianten. Das heißt, hier habe ich auch nochmal die Einstellungsmöglichkeiten, auch ob der Feldnutzungszähler angezeigt werden soll oder ob der wirklich im Hintergrund einfach mitzählen soll und dass ich den dann aktiv wieder einblende. Das kann natürlich auch gewisse Vorteile haben.
Naja, und wenn ich dann natürlich die angezeigt bekomme, wo was genutzt wurde, was nicht genutzt wurde, habe ich natürlich die Möglichkeit, etwas genauer zu analysieren, warum, ja, das Nutzungsverhalten einfach genauer zu analysieren. Wurde vielleicht ein ganzer rechter Bereich oder der ganze linke Bereich, ist ein Muster zu erkennen, ein Schema. Also ist es natürlich auch durchaus möglich, dass hier gewisse visuelle Einschränkungen vorliegen, dass ich eventuell die wichtigen Bereiche wieder hinein in die Mitte nehme, wo eventuell deutlich bessere, höhere Auswahlvorgänge stattgefunden haben. Oder wenn ich eine Seite habe, unter meine Liste, Wortliste oder ähnliches, wo ich überlege, okay, hier ist eigentlich ein Wort, was da noch rein muss. Ich weiß aber nicht, was ich rauslöschen soll oder was eventuell unwichtig ist. So könnt ihr auch schauen, was wird vielleicht gar nicht ausgewählt, was ist für den Anwender irrelevant. So kann ich natürlich auch hier so ein bisschen, ja, einen Einblick zu bekommen, wie ich dann vielleicht dann den Inhalt hinzufügen soll oder was ich eventuell beim Inhalt anpassen kann. Eine weitere hilfreiche Funktion ist der sogenannte Gesprächsmodus. Hier gibt es die Möglichkeit, schnell einfach auch zu reagieren für den Anwender. Das bedeutet, der ist vielleicht gerade beim Eingeben einer Nachricht. Das dauert ja leider häufig einfach sehr lange. Vielleicht will er auch einen langen Text eingeben. Ja, und dann kommt nachher eventuell so die Zwischenfrage. Also ich tippe jetzt hier mal was ein. Ich habe hier was eingetippt. Dann kommt die Zwischenfrage. Ja, was möchtest du denn heute essen? Ja, jetzt könnte ich natürlich hier Nudeln hinschreiben, habe aber dann Nudeln direkt in meinem ganzen Text drin und müsste vielleicht den ganzen Text sprechen, um es halt auch mitteilen zu können. Hier gibt es halt unterstützend den, ich mache mal kurz den Feldzähler aus, die sogenannte Gesprächsfunktion. Diese Gesprächsfunktion blende ich ein oder lasse ich anzeigen, indem ich wieder in den Bearbeitungsmodus gehe. Und hier im rechten Bereich in der Mitteilungsleiste diesen Stift auswähle. Mit diesem Stift habe ich die Möglichkeit, die Leiste im oberen Bereich anzupassen. Das heißt, ich kann auch hier zum Beispiel die Teilen-Funktion reduzieren, die meistens nicht so wichtig ist. Dafür könnte ich diesen Gesprächs-Button hinzufügen. Gespräch bedeutet in diesem Fall, ich habe hier meinen Text eingegeben. Jetzt werde ich wie gefragt, was möchtest du denn jetzt essen? Dann gehe ich auf Gespräch an. Sie sehen jetzt hier, das Mitteilungsfenster ist leer. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wirklich in alle Wortlisten Essen, Trinken zu gehen und sagen, ich möchte Pizza essen, kann es sprechen, habe es gesprochen, gehe dann wieder auf Gespräch an und der Inhalt, der halt wirklich vorher da war, wo ich dran gearbeitet habe, was ich halt zusammengestellt habe, was ich halt auch noch vollenden und beenden möchte, ist wieder da und ich kann es wieder da quasi fortsetzen. Das ist die sogenannte Gesprächsfunktion. Wie gesagt, die ist standardmäßig nicht zwingend aktiviert. Sie können die aber, wie gesagt, einfach hinzufügen, indem Sie oben in das Zahnrad gehen, ins Bearbeitungsmenü, hier im rechten Bereich auf den Stift und dann entsprechend hier Gespräch an auswählen, um es dann auch dort anzeigen zu lassen. Ein weiter wichtigerer Punkt, der auch in der UK immer relevanter wird, auch im Bereich von dem schulischen Bereich von der unterstützten Kommunikation, ist die Mehrsprachigkeit. Und hier unterstützt Snap einen einfachen Wechsel zwischen unterschiedlichen Sprachen, inklusive sämtlicher Stimmen. Aktuell gibt es Snap oder die Inhalte Core First in den Sprachen, wie Sie hier sehen, also Deutsch, Chinesisch, Dänisch, Englisch, verschiedenen Ausführungen, Französisch in verschiedenen Ausführungen, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch. Und ich habe die Möglichkeit, hier zwischen verschiedenen Inhalten hin und her zu wechseln. Das heißt, ich könnte ein Feld haben, was in der Übersicht oder auch hier in der Leiste, in dem ich hier beispielsweise auf Englisch wechseln kann. Das mache ich, indem ich auf das Zahnrad gehe. Dann gehe ich auf das Feld, wo ich entsprechend die Sprache wechseln möchte. Und kann dann hier auf Aktion hinzufügen gehen. Dann gibt es relativ weit oben bei der Navigation den Punkt Seitenset wechseln. Sind Seitensets bereits vorhanden? Also in dem Benutzer kann man ja verschiedene Seitensets, also mehrere Sprachen beispielsweise speichern und nutzen. Dann würden hier auch entsprechend die Seitensets schon stehen. Ich habe jetzt hier beim unteren Bereich die Möglichkeit, ein Seitenset zu erstellen. Erstellen bedeutet in dem Fall, dass ich es sogar auch herunterladen kann.
könnte ich hier beispielsweise versuchen, ein bisschen Core First mit Chinesisch zu machen. Das heißt, das Schöne ja ist, dass die Symbole sprachenunabhängig genutzt werden können. Und dementsprechend könnte ich natürlich auch hier vielleicht einfache chinesische Sätze machen. Ich mache jetzt aber einfach mal das Englisch, weil es wahrscheinlich, vielleicht noch neben Französisch, am häufigsten in der Schule eingesetzt wird. So werde ich jetzt hier mal das Core First Englisch für das UK, das britische Englisch aus. Gehe auf Weiter, gehe auf Erstellen. Es wurde automatisch eine Aktion hinzugefügt, das heißt Seitenset wechseln zu Core First, also zu dem Englischen, was ich gerade erstellt habe, wechseln. Ich nehme mal die eine Aktion weg, es soll nicht gesprochen werden. Und ich wähle noch eine Fahne aus. Beispielsweise dieses hier. So gehe ich auf Fertig und kann nun durchklicken auf zu Core First wechseln in ein komplettes englisches Snap und Core First wechseln. Ich habe dann auch automatisch, ich weiß nicht, ob Sie es hören können, wahrscheinlich nicht, aber auch automatisch eine englische Stimme hinterlegt. Ich kann natürlich auch noch eine eigene, andere englische Stimme auswählen. Das ist jetzt gerade eine Kinderstimme. Ich kann natürlich auch einen Erwachsenen männlich, weiblich nehmen. Das ist gar kein Problem. Und möchte ich dann jetzt wieder zum Deutschen wechseln, muss ich dann quasi das Gegenteil machen. Das heißt, dann wähle ich auch auf dieser Seite, da wo ich möchte, ein Feld aus, gehe auf Seitenset wechseln. Und wie ich schon sagte, hier finde ich schon das Core First PCS-Symbole. Entferne wieder die Aktion, dass der Text nicht gesprochen werden soll. Gehe hier vielleicht noch als Symbol Deutsch ein. Oder Deutschland. Mal gucken, was ich hier finde. Und kann nun auch auf diesem Feld quasi wieder zu meinem vorherigen Core First Deutsch wechseln. Wenn ich jetzt nicht hier gerade im ersten Schritten des Webinars die Stilanpassung gemacht hätte mit dem Hintergrund, mit der Feldfarbe, mit der Größe, so würde es wirklich auch sehr einheitlich aussehen und dementsprechend natürlich auch wirklich gut nutzbar sein. Ich habe auch die Möglichkeit, diese Mehrsprachigkeit nur auf einem Feld zu nutzen. Habe ich beispielsweise bei den Personen. Bei den Personen, beispielsweise die bei der Arbeit oder bei der Schule habe ich irgendwie einen Justin oder einen jemand, der halt wirklich anderssprachig, quasi also nicht mit der deutschen Stimme gesprochen werden kann. So habe ich auch hier die Möglichkeit festzulegen, dass es entsprechend anders genutzt werden soll. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal dann den Justin eingeben und kann dann, Moment, bei den Einstellungen, hier auf dem Feld, auf die Einstellungen und gehe dann hier auf die Sprachregel und kann dann hier sagen, ich möchte hier die englischen Sprachregeln auswählen. Das heißt, in dem Fall würde dann dieser Justin, vielleicht auf Deutsch, dann hier als Justin ausgesprochen. Das heißt, da kann ich wirklich ein einziges Feld so machen, dass es in Englisch gesprochen wird. Und das hat auch Auswirkungen oben auf das Mitteilungsfenster. Das heißt, wenn ich, hallo, wie geht's dir, Justin da hätte, würde es auch wirklich, hallo, wie geht's dir, Justin, gesprochen und da wird dann nicht jetzt irgendwie wieder die deutsche Stimme greifen. Das heißt, hier wird wirklich genau festgelegt, welche Regel dann für diesen Inhalt im Mitteilungsfenster gilt. Das Gleiche kann ich natürlich auch für ganze Seiten machen. Das heißt, wenn ich eine Seite hätte, könnte ich natürlich auch dieser einen Seite entsprechend eine Sprachregel zuweisen. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, sehr multilingual Snap und Core First zu nutzen. Eine weitere gute Möglichkeit und sehr hilfreich, auch so was die Entwicklung von den lese-schriftsprachlichen Fähigkeiten angeht, ist die Möglichkeit, dass ich das Mitteilungsfenster hervorheben kann. Das heißt, das Mitteilungsfenster an sich wird nicht hervorgehoben, sondern das, was gerade aktuell gesprochen wird, wird hervorgehoben. Das heißt, wenn ich etwas habe und dann sage, ich möchte das sprechen, dann wird genau das, was gerade wirklich auditiv auch über meinen Lautsprecher wiedergeben werde, wird dann auch farblich hervorgehoben, was natürlich eine sehr gute Unterstützung vom Lesen sein kann. Bleiben wir noch beim Mitteilungsfenster. Hier habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Sie haben es ja vielleicht gerade noch gesehen, dass ich das Ganze bisher nur in reiner Schriftform dargestellt bekommen habe. Aber ich habe natürlich auch hier die Möglichkeit festzulegen, dass ich nicht nur Text haben möchte, sondern dass ich das auch mit Symbolen sehen möchte.
Das lege ich fest unter den Einstellungen und in dem Fall unter den Einstellungen beim Benutzer. Ich gehe dann hier auf die Einstellungen und habe hier die Möglichkeit, die Symbole im Mitteilungsfenster zu verwenden, auf anzuklicken. Da sehen Sie auch schon, dass hier entsprechend dann die Symbole hinzugefügt wurden. In diesem Einstellungsmenü finden Sie auch, dass ich hier das Hervorheben im Mitteilungsfenster verwenden möchte oder halt nicht. Das heißt, hier finde ich diese beiden Einstellungsvarianten, die ich Ihnen jetzt gerade in den letzten beiden Folien gezeigt habe. So, das waren auch schon meine persönlichen Top 10. Vielleicht noch ein paar Informationen für die, die noch Snap und Confest noch nicht ganz so detailliert kennen oder vielleicht noch gar nicht kennen. Es ist eine Kommunikations-App, die ist sowohl für Windows-Geräte, Windows 10-Geräte, als auch für iOS, also für iPad-Geräte gibt. Es ist in dem Fall so, dass es jetzt ab Windows 10 oder ab iOS 10 möglich ist. Bei den Windows-Geräten ist es so, dass es halt unsere gesamte Produktpalette wie die i-Serie, also unsere Augensteuerung, i-Serie Plus, das i110, unser Touch-Gerät oder auch wie das Indie oder auch sämtliche andere Microsoft-Tablets dadurch Snap nutzen können, findet man einfach im entsprechenden Store von Windows oder von Apple. Und mit sämtlichen Inhalten, Symbolen und Stimmen liegt man hier aktuell bei einem Preis von 54,99 für die gesamte App. Nur noch mal als Information. Und ich wäre persönlich jetzt auch am Ende angekommen und frage mal Marcel, ob gegebenenfalls Fragen aufgetaucht sind, die vielleicht für alle relevant sein können, dass wir die vielleicht noch mal kurz erwähnen. Bist du da, Marcel? Dann schaue ich mal selber kurz. Jetzt. Hallo. Hallo. Jetzt. Es sind durchaus ein paar Fragen aufgekommen während deiner Ausführungen. Und zwar eine Frage, die aufgekommen ist, ob es für Snap bereits auch schon Fingerführungsraster gibt im Angebot. Ich habe die Frage mal privat beantwortet und dachte, ich stelle sie dir jetzt einfach nochmal, dann kannst du es allgemein auch nochmal beantworten. Genau, also für diejenigen, die vielleicht noch nicht wissen, was genau Fingerführraster bedeutet. In dem Fall ein Fingerführraster ist ein Zubehör, was man für Kommunikationsgeräte bekommen kann, dass ich quasi so eine Art Auflage auf die Oberfläche auf den Bildschirm legen kann vom Kommunikationsgerät. Das ist halt entsprechend dann die Felder. Die Feldöffnungen sind dort ausgespart und so habe ich dann für starken motorischen Einschränkungen auch die Möglichkeit, meine Hand vielleicht aufzulegen und dann entsprechend auch zielgenau das auszuwählen in diesem Raster, was ich quasi auswählen wollte und nicht irgendwie eine fehlerhafte Auswahl zu treffen. Aber um das jetzt einfach kurz zu sagen, es gibt für dieses Raster bei Snap und Confirst gibt es Fingerführung. Okay, danke. Dann die zweite Frage, die gestellt wurde, ist es, wie bekomme ich die Bedienleiste auf der rechten Seite? Das ist die Frage, was Sie mit Bedienleiste meinten. Also meinten Sie in dem Bearbeitungsmodus, meinten Sie dieses hier? Oder meinten Sie eventuell dann noch die entsprechende Aufführung hier? Oder meinten Sie die Werkzeugleiste hier im linken Bereich? Ja, vielleicht können Sie die Frage auch nochmal in dem Fragenfenster stellen. Ansonsten die Werkzeugleiste. Die Werkzeugleiste. Ich muss mal kurz schauen. Ja, man kann die Werkzeugleiste anpassen. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo. Genau hier. Das heißt, ich bin im Bearbeitungsmenü, gehe dann in Seitenset, weil das ja eine Auswirkung auf das gesamte Seitenset haben soll und habe dann hier in den Einstellungen die Möglichkeit, die Position der Werkzeugleiste anzupassen. In dem Fall könnte ich sie ausblenden und auf Ausgehen oder halt anstelle von links, was die Standardeinstellung ist, aber auch nach rechts wechseln. Und dann habe ich die Werkzeugleiste natürlich hier auf der rechten Seite. Danke, Tobias. Und eine Frage kam noch auf, ob die unterschiedlichen Sprachen, die du jetzt gezeigt hast in Snap und Confirst, per se als Standard vorhanden sind oder ob man die pro Nutzer mit beantragen muss. Nee, die sind standardmäßig komplett alle integriert und kann ich eigentlich direkt beim Einrichten. Quasi kann ich auch, wenn ich jetzt nur eine spezielle Sprache haben möchte, könnte ich auch
Ich kann es einmal ja kurz zeigen. Wenn ich Snap und Kopfhörer das erste Mal starte, ist es nichts anderes, als wenn ich einen neuen Benutzer anlege. Neuer Benutzer bedeutet wirklich, dass ich hier die Möglichkeit habe, komplett alles neu festzulegen, die Eigenschaften des Anwenders. Standardmäßig orientiert sich hier halt natürlich die angebotene Seitensets, die hier aufgeführt werden, an die Sprache, die halt quasi das System uns wieder mitteilt. In dem Fall habe ich die Sprache Deutsch in meinem Computer und ich bekomme natürlich auch hier entsprechend nur die deutschen Seitensets angezeigt. Möchte ich eine andere Sprache direkt von standardmäßig haben, gehe ich unten, ich war glaube ich gerade zu schnell, unten auf Sprache ändern. Und dann kann ich zwischen den entsprechenden Sprachen auswählen. Und beispielsweise auch Core First China nehmen. Und wenn ich das gemacht habe und bekomme auch direkt eine Stimme Lulu angeboten, kann das Seitenset auswählen, die Rastergröße, das wird der Benutzer erstellt und entsprechend dann auch das in Chinesisch dargestellt. Sie sehen jetzt hier oben vielleicht, dass hier gerade noch gesagt wird, die Stimme Lulu gerade heruntergeladen wird und eine provisorische Stimme genutzt wird. Das dauert halt ein paar, je nach Internetverbindung, ein paar Sekunden in der Regel. Jetzt ist es auch schon alles vorhanden und abgeschlossen. Das heißt, man sollte beim erstmaligen Einrichten, wenn es halt wirklich eine sehr besondere Sprache ist, wie jetzt beispielsweise Chinesisch, vielleicht eine Internetverbindung haben. Aber die Seitensets selber, also dieses Chinesische jetzt, wäre auch komplett da im Preis integriert, ja. Okay, danke dafür, Tobias. Und jetzt kam noch die Frage auf, welches Gerät benötige ich für die Anwendung von Snap und CoreFirst? Ich gehe nochmal kurz auf die Folie zurück. Also im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten, oder man könnte halt noch unterscheiden. Also als Betriebssystem brauche ich halt entweder halt iOS, also das, was ich von Apple halt angeboten bekomme, in dem Fall halt dann ein iPad, oder halt Endgeräte, die mit Windows-Betriebssystem funktionieren. Android bieten wir nicht an, aber wie gesagt, Windows-Endgerät, und da gibt es halt die Möglichkeit, das Ganze halt über unsere eigene Produktpalette zu machen, wie halt beispielsweise die i-Serie Plus und die i110. Dort ist Snap auch standardmäßig mit integriert. Aber natürlich wäre es auch die Möglichkeit, dass man beispielsweise mit einem Microsoft Surface arbeitet. Und da könnte man halt auch über den Windows Store das Ganze halt herunterladen. Der Windows Store, das ist dieses Symbol hier. Klicke ich hier drauf und suche einfach mal nach Tobii, Dynavox, vielleicht auch noch nach Snap und gehe auf Suchen. Das bekomme ich hier dann entsprechend angezeigt, was es von uns im Bereich Snap quasi gibt. Und dann gibt es ja mal die Full-Version. Hier steht auch nochmal der Preis, wie vorhin gesagt, 54,99 inklusive, wie gesagt, allen Stimmen und Symbolen und allen Sprachen. Oder halt eine Variante, die entweder für unsere Experten genutzt werden kann oder als Begleitversion. Das Besondere ist nämlich auch, dass ich bei einer Nutzung eines Tobii Dynavox Kommunikationsgeräts auch noch zusätzlich parallel Snap und CoreFirst als Begleitvariante noch zusätzlich bekommen. Das heißt, ich könnte es auch noch parallel auf meinem Windows-Tablet oder iPad auch nutzen, um das Modeling zu unterstützen oder um Inhalte zu programmieren. Das heißt, hier gibt es zwei Varianten, einmal die kostenlose und einmal die für 54,99. Okay, danke dafür. Und als letztes kam jetzt nur noch ein Kompliment. Ihr seid klasse, danke. Ja, keine weiteren Fragen. Das ist doch ein guter Ausklang in den Feierabend vermutlich. Wenn noch Fragen aufkommen sollten, lassen Sie natürlich auch nicht alleine. Das können Sie halt natürlich auch in Ihrer Zeit an info.dach@tobiidynavox.com schreiben oder natürlich auf unsere Internetadresse gehen, www.tobiidynavox.de. Jetzt hat sie sich auch seit kurzem geändert zu www.tobiidynavox.com. Aber auch mit der Adresse landen Sie dann am Ziel und bekommen auch noch weitere Informationen zu Snap plus CoreFirst. Wie gesagt, die Aufzeichnung werden Sie im Laufe des, also morgen wird es dann irgendwann abends in Ihrem Postfach sein, sodass Sie dann entsprechend das Ganze sich nochmal nachträglich anschauen können. Und wenn jetzt keine Fragen mehr gekommen sind, dann würde ich sagen, will ich Sie auch nicht länger vom Feierabend abhalten und bedanke mich für das Interesse. Hoffe, dass wir uns dann vielleicht dann beim nächsten Snap and Core First Workshop
oder natürlich bei einem anderen Webinar nochmal hören oder sehen. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, einen schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.